Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing-Video von mir, denn ich möchte gemeinsam mit euch diesen richtig schönen Gartenschuppen öffnen und aufbauen. Also viel Spaß und los geht's! Ja Leute, hier könnt ihr jetzt das Set sehen. Also es ist wieder in einer Tüte drin. Und dieses Set hat die Nummer 6558. Und diese Tüte ist so groß. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Guckt mal, wie groß die ist. Ja, und da drin kann man auch schon den Gartenschuppen erkennen. Und da gibt es auch schon einige Einzelteile. Aber was genau damit dabei ist, das können wir ja gleich sehen, denn ich schneide jetzt die Tüte mal auf. So, ich habe jetzt die Tüte aufgeschnitten. Und ich nehme auch schon mal den Gartenschuppen hier raus. Und wow, der sieht ja Hammer aus. Und der ist auch so groß. Wow, wie cool. Ah, und da ist auch schon eine Tüte drin. Oh, sogar zwei. Cool. Das können wir dann auch gleich aufmachen. Aber guckt mal, hier kann man auch den Gartenschuppen schon von innen sehen. Wow, da gibt es ja richtig viel Platz. Das finde ich super. So, dann gibt es hier auch noch ja, so einen kleinen Garten oder so. Und noch so eine kleine Tüte. Ja, und hier gibt es dann auch noch andere kleine Tüten. Und auch noch so ein Blumenbeet. Also da werden bestimmt noch die ganzen Blumen und so reinkommen. Aber ich würde sagen, ich schneide jetzt erstmal diese ganzen Tüten mal auf. Und ja, hol dann die ganzen Einzelteile raus. Und dann können wir auch schon mit dem ja, Aufbauen beginnen. So, ich habe jetzt die ganzen kleinen Tüten aufgemacht. Und es gibt sowas von viele Einzelteile. Aber zuallererst beginnen wir mit diesen Gartenschuppen. Da habe ich mir auch schon diese ja, Teile vom Gartenschuppen zurechtgelegt. Und zuallererst müssen wir dann dieses kleine braune Teil in den Gartenschuppen dann hier reinschieben. So. Als nächstes sind dann diese ja, Teile an der Reihe. Also das werden dann, glaube ich, so Regale sein. Und die kommen dann eben hier rein. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also da kommen die dann rein. Einmal hier rechts. Und dann noch einmal hier links. Das sieht dann so aus. Und jetzt sind auch schon die Türen an der Reihe. Dafür haben wir dann einmal diese Tür und dann noch einmal die hier. Die hat auch eine Türklinke dann. Und da können wir jetzt auch wieder diese ja, Regale da reinschieben. Also das eine kommt dann hier oben rein. Ja, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich Regale sind oder ob man da einfach nur ja, zum Beispiel die Besen reinschieben kann. Aber das werden wir dann ja gleich noch sehen. Und dann befestigen wir jetzt auch diese Türen hier. Einmal hier rechts und dann noch einmal hier links. Und das kann man dann auch schon zumachen. Wow, das sieht ja richtig cool aus. Und da gibt es auch wirklich sehr, sehr, sehr viel Platz. Ah, und guckt mal, dieser Besen kommt hier hin. Ah, okay. Dann ist der immer griffbereit. Als nächstes sind jetzt die ganzen Werkzeuge und all sowas an der Reihe. Zuallererst beginnen wir dann mit dem Rasenmäher. Da müssen wir erstmal das hier reinschieben. Puh, geschafft, das war aber sehr schwer. Gut, als nächstes ist dann das hier an der Reihe. Das befestigen wir jetzt hier. So, und das ging auf jeden Fall viel einfacher.
Und dann sind natürlich auch noch die Räder an der Reihe. Denn der Rasenmäher, der muss sich ja auch irgendwie fortbewegen können. Und so, die schieben wir jetzt hier rein. So. Perfekt. Als nächstes ist dann dieser Sack voller Erde an der Reihe. Ich glaube zumindest, dass da Erde drin sein wird. Dann müssen wir einfach diese beiden Teile hier so zusammen machen. Wie ein Sandwich oder so. Und da kommt jetzt dieses Sticker drauf. Und ja, das sind vielleicht auch Blumensamen oder ja, sowas in der Art. Das mache ich jetzt mal schnell. Tada! So sieht jetzt dieser Sack aus. Also da habe ich jetzt diesen Sticker ja drauf gemacht. Und als nächstes ist dann die Schubkarre an der Reihe. Dafür benötigen wir dann dieses gelbe Teil und natürlich auch noch das da. Das müssen wir eigentlich nur hier reinschieben. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Räder. Dafür benötigen wir ja dieses schwarze Rad hier und dann auch noch dieses rote Teil, welches dann hier reinkommen wird. Und das Ganze kommt dann eben hier rein. Wow, das sieht schon richtig toll aus. Als nächstes ist dann die Säge an der Reihe. Dafür benutzen wir dann dieses Teil. Und auch noch hier, ja, diese Säge da. Und das kommt dann hier rein. So. Dann brauchen wir auch noch das, denn man muss ja auch irgendwie die Säge festhalten können. Und ja, so sieht dann die Säge aus. Ist das überhaupt eine Säge? Ich weiß es nicht so genau. Okay, dann haben wir hier auch noch dieses grüne Fahrrad und es ist eigentlich schon zusammengebaut. Okay, da müssen wir dann eigentlich nur noch diesen Ständer hier rein machen. Denn dann fällt das Fahrrad auch nicht um. Und dann haben wir auch noch ein kleineres rotes Fahrrad. Also das rote Fahrrad ist dann für Kinder. Da benötigen wir dieses, ja, rote Teil eben. Dann diese zwei Reifen. Und auch noch das. Und als erstes machen wir dieses eine Rad hier rein. Und das andere Rad machen wir dann hier rein. So. Und das kommt dann hier dran. Jetzt braucht das rote Fahrrad auch noch einen Fahrradständer. So. Als nächstes ist dann der kleine Garten an der Reihe mit dem Blumenbeet. Dafür brauchen wir dann ja eben diese kleine grüne Wiese und auch noch die Erde. Und das müssen wir eigentlich nur hier reinschieben. Und da können wir jetzt auch schon die ganzen Pflanzen reinmachen. Hier hinten könnt ihr auch schon die ganzen Pflanzen sehen. Die habe ich alle zu einem Haufen getan. Und genau, da beginnen wir jetzt einfach mal. Zuallererst benötige ich dann diese Pflanze hier. Da müssen wir dann erstmal das hier reinschieben. Dann sieht die Pflanze ein bisschen voller aus. Und ja, dann ist es halt einfach schöner. Das kommt dann hier rein. Als nächstes ist dann die Sonnenblume an der Reihe. Dafür brauchen wir dann das. Und auch noch natürlich das hier. Aber wir brauchen jetzt auch noch dieses braune Teil da von der Sonnenblume. Das legen wir dann hier rein. Und das Ganze kommt dann hier drauf. Ne, zuallererst müssen wir dann dieses grüne Teil hier rein machen.
und das braune Teil dann sozusagen hier drüber. So, und dann werden wir jetzt diese Kugel hier eben so reinschieben. Und das hält das Ganze dann. So, jetzt ist es fertig. Das war ein bisschen kompliziert, aber wir haben es geschafft. Und dann sind jetzt auch noch zwei kleinere Blumen an der Reihe. Also einmal diese weiße Blume hier. Die müssen wir einfach nur hier drauf machen. Und dann noch einmal diese orangene Blume. Die kommt dann auch hier drauf. So, und die Sonnenblume, die machen wir erstmal hier rein. So. Und dann kommt hier die orangene Blume hin. Da die weiße. Und jetzt müssen wir noch eine gelbe Blume machen. Dafür machen wir einfach diese Blüte hier rein. Und das kommt dann hier hin. Und schon sieht das schon etwas schöner aus. Als nächstes brauchen wir dann diese roten Beeren oder so was in Art. Und auch noch das hier. Dann müssen wir einfach nur diese roten Beeren hier reinmachen. Und das kommt dann hier rein. Das Ganze muss ich jetzt nochmal machen. Und die zweite Pflanze kommt dann da rein. Dann haben wir auch noch Karotten. Zwei Stück. Und die bekommen jetzt auch noch dieses Grünzeug da drauf. Einmal die erste Karotte. Und jetzt nochmal die zweite Karotte. Und die kommen dann hier hin. So. Dann haben wir auch noch die hier. Die bekommen natürlich auch noch dieses Grünzeug da. Und die kommen dann hier rein. Dann haben wir natürlich auch noch Salat. Das kommt dann einfach hier rein. So. Und zum Schluss haben wir dann auch noch hier so Grünzeug. Das Ganze kommt dann einfach hier so rein. Zum Schluss haben wir jetzt auch noch das hier. Ich glaube, das soll Benzin sein. Also das ist dann so ein Benzinkanister. Und das hier kommt jetzt einfach hier rein. So. Und dann gibt es natürlich auch noch das da. Da kommt ja die ganze Flüssigkeit draus. So. Und schon sind wir fertig mit dem Aufbauen. Ich würde sagen, ich sortiere das jetzt mal schön und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich habe es jetzt eingerichtet und ich finde es sowas von schön. Also da gibt es so viele Kleinigkeiten mit dabei und ach, ich finde es einfach nur super. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt erstmal mit dem Blumenbeet. Also da gibt es auf jeden Fall richtig viele Pflanzen, Salate, so eine Sonnenblume und dann auch ja Karotten und all sowas. Also auf jeden Fall wirklich alles, was man so in einem Blumenbeet braucht. Dann gibt es hier auch noch so Blumensamen oder so Blumenerde. Und hier auch noch so eine Schubkarre mit ja, Gras oder sowas in Art. Dann hier auch noch so eine Säge oder so. Wobei, hier hinten gibt es, glaube ich, eine echte Säge. Hier. Ich glaube, das hier ist eine richtige Säge. So. Dann gibt es hier auch noch so einen Korb mit ja, Schaufel und all sowas. Also ja, mit Fegezeug halt. Und dann gibt es hier in dem Gartenschuppen, der übrigens sehr groß ist, richtig viel Gartenwerkzeug. Gut, das ist jetzt ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall gibt es hier so einen Koffer mit Werkzeug, also mit ganz normalem Werkzeug.
Und dann gibt es auch noch so ein Lineal. Und dann da drin gibt es wirklich Gartenwerkzeug. Gibt es auch so eine Schaufel. Und dann gibt es natürlich auch noch diese zwei Fahrräder. Das hier. Und ja, Rasenmäher. Also auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr viele Sachen. Wirklich alles, was man so in einem Garten braucht. Und ich finde es halt echt toll, dass es so detailliert ist. So, jetzt habe ich es ein bisschen, ja, schöner eingerichtet. Also da sind jetzt die ganzen, ja, Gartenwerkzeuge und all sowas drin. Und ich finde auf jeden Fall dieses Set richtig toll. Es gibt so viele Einzelteile und ja, es gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Also ich finde diesen Gartenschuppen und das Blumenbeet sowas von cool. Vor allem der Gartenschuppen, der ist ja auch so riesig. Und es gibt so viele Gartenwerkzeuge. Aber ich hoffe natürlich auch sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, damit wir das auch sehen können. Und vergesst nicht, noch unseren Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr von uns. Übrigens, es wird auch noch eine Geschichte zu diesem Set geben, also seid gespannt. Habt aber auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!